Ja, hallo, ich begrüße euch mal wieder hier bei uns auf dem Stargaming YouTube-Kanal. Ich möchte euch diesmal die Jubiläumswaffen vorstellen. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, da die meisten, die eh nur noch, so wie ich habe, nur noch 17 Stunden haben. Aber nächstes Jahr wird es wahrscheinlich dasselbe wiedergeben. Und für die Neuen ganz interessant vielleicht, was wir mit den Jubiläumswaffen alles machen können. Ja, ich habe jetzt für jede Klasse schon die Jubiläumswaffen ausgerüstet. Ich werde euch jetzt einfach im Video mal zeigen, was man damit alles kann, was für Aufsätze es gibt, was für Visiere es gibt. Ich werde euch das alles mal ein bisschen zeigen und ich würde mich auf jeden Fall über Kommentare freuen. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem Video, würde ich mal sagen. Im Hintergrund hört ihr dann gleich von Execute zwei Lieder. Werde ich auch in die Beschreibung reinposten. Wir haben jetzt das R4A1 Aufsätze. Diesmal der Granatwerfer dabei. Die Visiere. Das war mal ein bisschen mit aus. Das ist meine Standardausrüstung, die ich als immer drauf habe. Die ich immer habe. 30 Schuss, 33 Schuss im Magazin. Also eine richtig gute Präzision eigentlich. Kann man nichts gegen sagen, also wer damit gut klarkommt. Sehr schönes Waffenwechsel. Die Waffe verzieht auch kaum. War eigentlich sehr zu empfehlen. Wenn man zum Beispiel auch die Reparaturkosten sparen möchte, kann man die eigentlich nur jedem empfehlen. Weil die geht auf Zeit, kostet dann kein Geld. Das ist die R4A1. Ich kann jetzt mal den Granatenlauncher dran machen. Ausrüsten tut man neben der Taste 1. Wollen wir da mal rein. Ja, also was ich auch noch zeigen kann ist, was viele nicht wissen, so war es zumindest bei mir im Clan. Wir haben einfach, viele haben dann Granatwerfer gespielt und haben sich dann als immer bepisst, warum sie dann immer so lange brauchen, um wieder zu switchen mit der 1 und sie schießen konnten. Dann ist einfach direkt, wenn du einen Granatwerfer ausgerüstet hast, einfach mal die Rechtstaste drücken, ein bisschen wie sie drin, kannst du gleich wieder schießen. Jetzt kann man zeigen, kann man gleich schießen. Also man muss jetzt nicht unbedingt mit der Taste 1 hier switchen. Ja, dann zeigen wir hier mal die MD9. Das ist die Pistole mit 18 Schuss. Aufsätze. Das ist normal hier. Das ist dann meine Standard. Ausrüsten wieder. Über Kim und Korn kann man hier zielen. Ich bin nicht so der Pistolentyp. Aber im Prinzip ist sie auch sehr präzise. Mit Einzelschuss. Also wenn es dann mal geht darum, schnell zu schießen oder so, Gegner in der Nähe ist oder so, schieße ich im Prinzip immer hier ohne Visier, ich dann einfach mehr sehe. Jetzt treffe ich das Ding nicht hier. Wenn ich meine Hater natürlich wieder köstlich drüber das Maul zerreißen, aber das ist mir gerade egal. Ja, 18 Schuss im Magazin, schießt etwas langsam, auch beim Laden ein bisschen länger, aber gut. Nehmen wir jetzt mal den Sanitäter. Den Sanitäter haben wir die Richmond 870 CB. Aufsätze. Und hier. Also zum ich mache hier standardmäßig ein Quadrat hier drauf. Warum? Ja, ich finde das Zielfernrohr zum Beispiel gar nicht so toll. Das ist für mich irgendwie optisch total scheiße. Aber ich verwende die auch gar nicht, weil als Sanitäter bin ich immer nur im Sliden und schieß einfach ohne Visier. Wenn ich Slider und das Visier drauf habe, ich habe lieber dann im Blick, was links und rechts bei mir passiert. Kann ich als immer schön, wenn ich einen Slider nehme und dann um die Ecke komme, gleich draufballern. Ja. Eigentlich geiles Teil, macht viel Schaden. Also wenn man Sliding Medic zum Beispiel spielt, was die meisten sehr hassen. Ich habe ihn früher auch gehasst, wie ich ihn selber beherrscht habe. Habe ich eine saugeile Waffe. Ja, Streufeuer eigentlich gar nicht so hoch. Hat 9 Schuss drin. Geile an der Waffe ist halt auch wirklich, wenn man schießt. Und nachlädt, kann man gleich wieder weiterschießen. Also, schieß mal runter auf 2 Stück. Lad nach. Wenn im Nachladen kann ich auch gleich wieder schießen. Also man muss jetzt irgendwie warten, bis die Waffe fertig geladen ist. Wenn es mal schnell gehen soll und einer um die Ecke kommt, nehmen wir mal hier, kommt einer um die Ecke und bis danach lernen kannst du gleich wieder draufballern. Jo, jetzt nehmen wir den Ingenieur. Der hat die ZX-40 UMP.
eigentlich auch eine sehr gute Waffe. Ich hasse diese Waffe, also wenn Ingenieure die Waffe spielen gegen mich, ich hasse die Waffe, auch immer. So, Standardausrüstung ist bei mir noch drin. Habe ich die hier drin? Guck mal, wie die schießt. Eigentlich auch sehr präzise, zieht zwar ein bisschen nach oben, aber wenn man dann ungefähr weiß, wo man hinziehen muss, ist eigentlich immer ein Kopfschuss. Schießt sehr schnell. Er hat 35 Schuss im Magazin. Wir sind aber auch sehr schnell draußen. Nachladen. Ah, okay. Gut, jetzt kommen wir zum letzten vom schönen Lichtspiele. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen. Nochmal Escape gedrückt. Versteck. Der Scharfschütze. Spiele ich verdammt gerne. Und ja, Aufsätze dafür. Das ist nicht mein Standard. Standard mache ich als immer das hier. Das hatte ich jetzt nur für Mojave drin gehabt. Ja, Visier nehme ich das, weil es einfach schneller ist. Für Leute, die noch nicht so gut mit dem Sniper sind, empfehle ich immer, das Zielfernrohr zu nehmen. Den grünen Punkt hier oben drauf. Braucht zwar ein bisschen länger beim Anvisieren, hat aber auch nicht so eine Reichweite. Also gehört das Ziel direkt vor der Linse. Ist für den Anfang ganz gut zu üben, wenn man damit gut klarkommt, und mal das Fünffache, das ist halt nur Vierfach, weil Fünffach ist der Gegner nochmal näher dran. Einfach mal ausprobieren, also ich habe das meinen Leuten wohl gesagt, und die sind dann damit gut klargekommen, haben es erstmal mit den anderen versucht und sind dann damit mit den neuen dann sehr gut klargekommen. Hier im Magazin haben wir 6 Schuss, Nachladen hat man hier gerade gesehen, auch sehr schnell. Ich finde die Waffe sehr geil. Ich werde mir auch überlegen, wenn ich meine Ärmelstreifen fertig habe mit den Snipern, dass ich vielleicht dann immer mit der TMM spielen werde. Bin ich mir aber nicht sicher, weil meine Favoritenwaffe ist eigentlich immer noch die RBA. Ja, das war es in dem Sinne von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war zwar kurz. Ja, lasst einen Kommentar da. Eventuell abonniert mich, wenn ihr Lust drauf habt. Es werden auch manchmal neue Videos kommen, vielleicht kriege ich es noch hin, die Halloween-Waffen zu machen. Schauen wir einfach mal. In dem Sinne, macht's gut!